Jeder Blick wie für ein Gemälde. Der Park von Wörlitz ist ein Kunstwerk. Nichts in dieser Gartenlandschaft ist zufällig und doch wirkt sie ganz natürlich. Seit 30 Jahren ist dieser Park sein Arbeitsplatz. Uwe Quilitsch kann sich keinen schöneren vorstellen. Er leitet die Bibliothek und das Archiv des Gartenreichs Wörlitz. Ich liebe diesen Park, weil er unmerklich übergeht von der Natur in das Kunstwerk. Das Kunstwerk geht unmerklich in die Natur über. Das Schloss von Wörlitz. Im 18. Jahrhundert war es eines der ersten klassizistischen Schlossgebäude außerhalb Englands. Vom Dach aus bieten sich Traumblicke über das 112 Hektar große Gartenkunstwerk. Schloss und Park waren seine Idee. Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau. Er war durch und durch ein anglophiler, wenn nicht sogar anglomaner Mann. Er reiste als junger Mann nach dem Siebenjährigen Krieg, der endete 1763, zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal in seinem Leben nach England. Das sollte das Land seiner Träume werden. Und besonders ans Herz wuchsen ihm die Landschaftsgärten. Schon zu Lebzeiten des Fürsten Franz pilgerten Bildungsbürger aus ganz Europa nach Wörlitz. Denn sein Park traf den Zeitgeist. Ständig wechselnde Gartenbilder mit genial angelegten Sichtachsen. Leisten konnte sich Fürst Franz seinen Park, weil es mittendrin Äcker gab. Auch heute noch reift Weizen in Wörlitz. Ganz ohne Zaun geht der Park in die angrenzenden Elbauen über. Besonders reizvoll ist es, die Gartenlandschaft vom Wasser aus zu erkunden. Also ich bin mir fast sicher, dass eine Gondelfahrt die schönste Möglichkeit ist, den Garten von Wörlitz zu erleben, zu durchstreifen. Was Fürst Franz auf seinen Reisen durch Europa besonders beeindruckte, ließ er zu Hause nachbauen. Die Fassade des gotischen Hauses ist einer venezianischen Kirche nachempfunden. Die Synagoge hat einen römischen Tempel als Vorbild. Nach ein paar Ruderschlägen auf der Gondel taucht vor uns der Golf von Neapel in Wörlitz auf. Das ist ganz leicht zu erkennen. Der Golf von Neapel in Wörlitz wird wie in Neapel selbst vom Vesuv dominiert. Süditalien inspirierte Fürst Franz zur Insel Stein. Zu Ehren seines Schöpfers brach der künstliche Vesuv einmal im Jahr am Abend seines Geburtstages aus. Welches italienische Vorbild diese Grottenlandschaft unter dem Vulkan hat, ist bis heute ein Geheimnis. Die Ruhe täuscht. Der Vesuv von Wörlitz ist immer noch aktiv. Man weiß nie, wann Vulkane ausbrechen. Aber wir spüren, glaube ich, schon so ein bisschen das Grummeln unter unseren Füßen. Und es wird nicht lange dauern, glaube ich, und er bricht wieder aus. Der bisher letzte Vulkanausbruch war im Jahr 2005. Einen künstlichen Berg, der echtes Feuer speit, den gibt es nur im Park von Wörlitz.